Hallöchen Freunde, willkommen zurück, immer noch in Kapitel 4 hier von Let's Play Kings Quest. Und es kann sein, dass ihr in der Folge meinen Nachbarn bohren hört. Da hat man auch schon in der letzten Folge gehört. Ja, es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. So, wir sind immer noch hier. In der letzten Folge haben wir einiges über Money erfahren. So, wir gucken jetzt hier erstmal. Wir sind mal wieder hier im Anfangsraum. Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat dreimal drei Ecken. Bitte? Also neun Ecken. Was ist das? Warte, ich glaube, ich weiß, wie die das meinen. So. 3 mal 3 sind 9. 9 Ecken, das kann ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht hier. Aber hier haben wir auf jeden Fall das hier, ergibt 9. 4 und 4 sind 8, plus 1 sind 9. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Hä? Dann so vielleicht? Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. 9 Ecken. Auf dem Schild stand 4 Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat 3x3 Ecken. Ich sollte alle streichen. Okay, alles klar, alles klar. Ich sollte alle streichen. Okay. Alles zurücklegen. Das ist krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kann doch gar nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte, ich weiß, wie die das meinen. Ich sollte alle Streichhölzer zurück. Aha. Und jetzt? 4, 1, 6. Das sind 11. Spannend. Super. Super. Jetzt kommentiere ich nicht weiter. Das verrät sonst noch die Lösung. Bitte, dann sagt er die Lösung. Faszinierend, das soll er drauf zeigen, ne? Hallo? Kann ich hier überhaupt was tun? Ich würde diesen Schalter nicht nochmal ziehen. Ich auch nicht.
Wir mussten den Code knacken, um zu entkommen. Oh, das ist ein Zahlencode. Dieses Schild muss man nicht lesen. Kopfschütteln, dann ist's gewesen. Super, dann kennt man es auch nicht, aber wenn man so ein bisschen die Augen hin und her bewegt, sieht man, dass das ein Hufeisen oder irgendwas anderes ist. Ich, keine Ahnung, die Eins. Dieses Schild. Ja, okay, ein Hufeisen oder. Ich weiß nicht, was es ist. Hier ist die Zwei. Okay. Hier ist ein Schwert. Hier ist ein Schwert. Der zeigt auf den. Dekrepiert. Okay, wo sind die drei? Da. Das könnte eine Weile dauern. Pech. Okay, vier. Hoffentlich erscheint bei der richtigen Melodie ein guter Geist. Ja, das hast du schon mal gesagt. Das kann nicht sein. Ich probier's nochmal. Aha. Es ist egal, wie rum man das macht. Ist es jetzt die 6? Ja, ich hoffe doch mal. Ja, halt. 6, 1, 4. Dann halt so rum. Ah. Da drin war nur eine Farbsequenz. Sonst ah ja. Leute, ich habe etwas gefunden. Was ist das denn? Kupfti. Kupfti, okay. Kann ich dir das geben? Ich wusste, dass etwas fehlt. Das muss die Reihenfolge für die Noten sein. Aha, ach so. Was ist das denn? Was soll das denn sein? Oh, ich hatte gehofft, dass die richtige Melodie ein Pegahorn ruft. Na, spiel weiter. Ha, aha. Schau mal. Ich hab's. Warum ist da überall der Mr. Flicken? Ne, wie heißt der hier? Dings da. Ja, du hast's. Das haben wir auch, das haben wir. Ich hab das Puzzle gelöst. Ein schönes Bild, aber wie soll das ein Hinweis sein? Ein Teil ist noch übrig. Keine Ahnung, vielleicht hat das ja was damit zu tun. Ich bin so stolz auf dich, so. Vielen Dank. So, da dreht sich das. Da fehlt nur noch das hier mit dem da. So. Extra Puzzleteil mit lila Herz drauf. Wenn jemand Puzzleteile findet, bringt sie zu mir. Na gut, hier. Opa, brauchst du nichts? Nee, brauch nicht. Warte, was hat der denn da in der Hand? Hatte einen Hinweis gefunden. Ah ja. Ich habe einen Hinweis gefunden. Guck mal, Blatt, da kann man schon was. Hast du noch mehr Teile? Nee. Da kann man schon was lesen. Das Blatt ist B. S, sehr gut, da kann man nichts mehr erkennen. Herz, keine Ahnung. Ja, da fehlt noch was. Ah, hier. K-Krug. Ist leider nicht da. Da fehlt noch was, ne? Okay. Da haben wir auf jeden Fall auch noch was, aber was soll das bringen? Dieses Schild muss man nicht lesen. Kopfschütteln, dann ist's gewesen. Das Hufeisen oder sowas. Oh, jetzt fängt ich schon wieder an zu bohren. Und hier unten ist ein Schwert. Ich will das nehmen. Kann ich das nicht nehmen? Ja, das hab ich.
Kann ich es denn nicht nehmen hier? Das zeigt dahin. Was steht denn da drauf? Kann ich nicht lesen, will ich auch nicht. Das zeigt auf den Krug. Krug? Bild? Sanduhr? Hufeisen? Eis. Was ist das hier überhaupt für eine Tür? Was? So, was ist denn das hier? Ah! Warte. Da sind doch nicht umsonst so Striche auf der Karte. Was ist denn mit meiner Nachbarin los? Da sind doch nicht umsonst so Striche auf der Karte. Hä? Das hilft nicht. Warum nicht? So, du brauchst jetzt auch nicht. Brauchst du das vielleicht? Anscheinend fehlt ein Teil. Das hängt an der Tür. Opa, wenn ihr Puzzleteile findet, bringt sie zu mir. K wie Krug. O wie... Ist doch ganz sicher die Tür. Das müsste das dritte sein. Nee, doch nicht. Hä? Gibt nicht mal einen Sinn hier. Ey, was soll das denn hier? Oder warte. Okay, H. Und hier H, E. H. H, S. HSBK. Das ist nicht mal ein H. Boah, das sind verschiedene. Muss da vielleicht irgendein Wort rauskommen? Ah, hier H. Was war das? B war hier dabei. Bats! Nee, weiß nicht, ob das ein Wort ergeben soll oder nicht. So, was war das jetzt? H. H. B. K. Ist hier kein K. T. N. E. R. Oder machen wir hier B. Kobold. Nee, das war kein O. Warte, was war das? K. B. Ich weiß nicht, warte. B.
S. Genau. Ist hier ein S? Nee. Wie haben wir ein H? Haben wir hier vielleicht ein S? Aha! Gips! 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 Achso. Falsch. Okay, dann Bild vielleicht R. Haben wir hier ein R? Natürlich, da war es doch gerade. Grosch! Grisch! Ne, war es auch nicht. Habe ich irgendein Wort? Soosch! Song! Sona! Sons! Songs! Sond! Sonnen! Sonnen? Ne. Un! Wow! Wow! Uro! Urob! Uromi! Ich weiß nicht. Schwert? Ich hab keinen Plan. Herz! Das könnte passen. Doch, das müsste passen, das müsste passen. Na komm schon, wo ist das Haar? Aber sonst passt das doch, oder? Irgendwie nicht. Bits! Okay, hier fehlt das R. Das R haben wir hier. Und das H, das haben wir hier, ne? Reds. Ey, ich hätte echt gehofft, dass das jetzt Herz ist. Aber hier ist kein Haar. Witz. Nitz. Letz. Detz. Komm schon. Mit lila Herz drauf. Lila? Die Pfeile sind auch lila. Nee, hier ist nicht mal ein L, oder? Doch. Aber ein I habe ich noch nicht gesehen. Dieses Schild muss man nicht lesen. Kopf schütteln, dann ist's gewesen. Ich weiß es nicht. Was soll ich mit dieser Sanduhr? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich klicke jetzt einfach alles an. Das ist doch nicht wahr. Okay, kann ich hier vielleicht... Hast du noch mehr Teile? Nee, irgendwas rausfinden. Ah! Warte, jetzt... Lila Herz?
sehe ich leider nicht. Wir haben die Vase. Wir haben das Herz. Ups, da bin ich ganz kurz ans Mikro gekommen. Blatt? Oh, nee. Sterne aber auch nicht. Da fehlt irgendwie noch was. Da fehlt einfach nur eine Seite. Und vor allem, was ist das hier? Die haben alle irgendwann ein Ende. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins. Vier. Eins, sechs. Vier, sechs, ey, ich hab keinen Plan. Hä? Anscheinend fehlt ein Teil. Wenn jemand Puzzleteile findet, bringt sie zu mir. Das sind doch mehr. Also irgendwie. Das kann doch nicht sein. Du sagst mir auch nichts, ne? Ja, das ist ja nicht wahr. Ist gut. Lenk mich nicht ab. Probier das woanders aus. Was machst du da überhaupt? Ey, was ist denn da los? Hab ich dir schon die witzige Geschichte von der schwarzen Katze und der Treppe erzählt? Ja. Weißt du, irgendwie mag ich es, dass diese Familie so ja, okay. Ist. Das fand ich es komisch, aber es ist irgendwie liebenswert. Super. Ey, was soll das denn hier? Okay, zweitens. Worauf zeigt das? Das zeigt hier drauf. Aber was ist das? Eis? Mensch? Oder hätte ich das nicht rumdrehen dürfen? Dieses Schild muss man nicht lesen. Schön, dass man es nicht lesen muss. Also wir haben hier auf jeden Fall 1, 2, 3, 4. Hier hatten wir das Herz, ne? Das haben wir von ihm bekommen. Lila Herz drauf. Hey, hast du noch mehr Teile? So ein lila Herz, das fehlt hier irgendwie. Wahrscheinlich ist das Ganze hier die zwei. Das zeigt dahin, das zeigt da unten hin. Das könnte die Vase oder auch die Sanduhr sein. Ich denke eher die Vase. Aber der Pfeil da, der zeigt auch nach da. Ich. Und vor allem, was hat mir das da gebracht? Ah, dann bin ich ja die Kombination. Nein. Geht da noch irgendwas anderes? Warte, wie hatte ich das? Das, das und das, ne? Jetzt geht gar nichts mehr. Freunde, ich weiß ja auch nicht. Ich würde einfach mal sagen, das war jetzt eine etwas kürzere Folge. In der nächsten Folge wissen wir dann hoffentlich, wie es weitergeht. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Ich habe keinen Plan. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Rein und ciao.